Die Basdorfer haben eine neue Attraktion. Der am Wochenende eingeweihte und im Landkreis einzigartige Freiluft-Fitnesspark sorgt für Begeisterung in dem Föhler Ortsteil. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms hat der Verein Freunde und Förderer Basdorfs eine Sportmöglichkeit für Jung und Alt geschaffen. An insgesamt 8 hochwertigen Sportgeräten können die Bewohner jetzt bei einfachen und kurzweiligen Übungen ihre Fitness verbessern. Am Einweihungstag erklärte Susanne Frede den zahlreichen bewegungsinteressierten Besuchern, wie die Übungen konzipiert sind. Ob auf dem Skitrainer, der Beinwippe oder dem Bauchmuskeltrainer, hier findet jeder etwas, um sich fit zu halten. Die Geräte sind so ausgewählt, dass bei einem Durchgang alle Muskeln des Körpers trainiert werden. Der in seiner Anschaffung 45.000 Euro teure Fitnesspark bietet sportliche Betätigung im Freien und das sogar zum Nulltarif. Die Sportgeräte sind witterungsbeständig und das ganze Jahr über nutzbar, da das Areal hinter dem Dorfgemeinschaftshaus windgeschützt liegt. Die Basdorfer sind begeistert von dem Sportangebot und haben sich vorgenommen, jetzt regelmäßig hierher zu kommen. Einige begannen sogar noch während der Einweihung mit den Übungen.